Nein, falsch. Wir müssen halt noch einmal Cookie machen, ne? So. Ei, Benedikt klingt kirchlich ja schon irgendwie, ne? Ich habe gar keinen Kakao. Oh, da kriege ich jetzt gar keinen. Das heißt, ich muss den Kakao auch zwischendurch gießen. Wieder. Den Kakaobaum. Damit er über den Tag öfter mal was abwirft. Es tut mir leid, aber ich habe immer noch keinen Kakao für dich. Du bleibst jetzt die ganze Nacht da sitzen. Das wäre ein bisschen gruselig, ne? Ich bleib hier jetzt so lange sitzen. Ja, es ist schon 22 Uhr, aber ich bleib hier so lange sitzen, bis ich mein Cookie kriege. So, aus Prinzip. Aus Prinzip. Sascha, ich wünsche dir noch einen schönen Samstag. Dankeschön fürs dabei sein. Bis bald. Bleib hier schön sitzen. So. Oh, ist der letzte jetzt gegangen? Schon? Oh. Schade. Tagesumsatz 10,28. Nice. Nice. Wir werden langsam besser. Aua. Okay. Ich habe mich fast verschluckt. Gut. Trinken kann ich. Können wir irgendwas austauschen? Das Croissant können wir austauschen mit der süßen Schnecke. Weil Abwechslung, ne? Wir brauchen ja die... Aber mittlerweile meckert er auch bei allem hier. Zu oft auf der Speisekarte. Nicht für Abwechslung. Ja, aber was anderes kann ich tatsächlich nicht machen. Ich habe ja noch keine richtige Alternative zum Brot. Das ist, also zum Baguette, das ist dann einfach so. So, wir haben 12,50. Entschuldigung, ich kann süße Schnecke einfach nicht mehr ernst nehmen. Das klingt richtig weird, ja. Also, süße Schnecke, ja, wir haben auch eine süße Schnecke für dich. Also. So, Verkaufsschalter. Dann hätten wir zwei Plätze. Neue Hüte. Nee, ich denke, wir brauchen erstmal funktionale Sachen. Verbessere dein Brennholz, damit der Ofen länger brennt. Finde ich an sich nice. Ich hole mir erstmal den Erdbeerbaum. Den Erdbeerbaum vor allem. Weil Erdbeeren an Bäume wachsen, ne? Man kennt's. Erdbeeren wachsen an Bäumen. Den kaufe ich jetzt. So. Ich glaube, für alles andere habe ich kein Geld. Oh, warte, ich habe noch eine andere Idee. Abbrechen. Da ich ja jetzt einen Erdbeerbaum habe, ich schmeiß mal eben das französische Baguette runter. Ich glaube aber, dass es nicht reicht. Ich muss den Erdbeerdonut dazu. Ah, okay, jetzt ist aber alles grün. Er meckert jetzt nicht, dass alles zu süß ist. Ja gut, dann lassen wir das erstmal so. Dann fliegt jetzt leider die Schnecke von der Speisekarte. Schade. Das ist dann wohl so. Ich habe gar nichts gemacht und hier steht einfach ein ekliger Fleck unter mir. Ich muss ein sehr dreckiger Mensch sein. Nicht zu fassen. So, ich muss einmal Looky Looky machen, wo der Erdbeerbaum überhaupt ist. Hier, da ist der gemeine Erdbeerbaum. Die Erdbeerpflanze. Können wir schon mal vorbereiten. Ich glaube Zucker und Mehl. Also da brauchen wir so ziemlich alles für, worauf wir Zugriff haben. So. Voll cool eigentlich. So. Macht schon Spaß, muss ich sagen. Schon cool. Ach, ich könnte in der Zeit schon mal wieder was vorbereiten, nicht Dödel, ne? Nehmen wir noch einen mehr. Nochmal einen Donut. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Weil wir. Doch, da ist schon eine neue Erdbeere. Was brauchen wir denn für die Croissants eigentlich? Das gleiche, nur mit Kakao. Dann lass uns doch einmal ein Croissant noch machen. Ein Gebäck brennt? Ach so, oh. Huch. Ja, Ah, das kann man doch noch essen. Ein Geschenk? Ein Geschenk? Soll das so?
Okay. Ach, Zucker fehlt noch. Fleur donnert sich jetzt genüsslich eine Pokeball rein mit extra viel Sesam und so extra viel Sesamsoße. Ich musste gerade irgendwie an Pokémon denken. Weil Pokeball auch sich irgendwie auch ein bisschen fast ähnlich liest wie Pokéball. Sehr verwirrt. Die Frage ist, was ist jetzt diese Geschenk hier? Ich weiß gar nicht, wohin damit. Hä? Mein Ofen hat kein Brennholz mehr. Ja, das ist okay. Was war für ein Geschenk? Ich bin völlig irritiert. Ich mache erstmal den Laden auf, ne? Dann nehme ich jetzt den Donut hier weg und schule den weg, weil es ist zwar doof, aber ich weiß es nicht wohl mit dem Kram. Eine Pflanze muss bewässert werden. Ah, Alarm! Alarm! Aber nicht nur eine Pflanze muss bewässert werden, sondern beide hier, bevor die hier sterben. Oh. Ah, die Gießkanne landet automatisch wieder am richtigen Platz. Hallo? Achso, habe ich schon angenommen. Okay, die möchte jetzt einen Donut haben. So, leg los. So, mischen wir alles zusammen hier. Ab in den Ofen. So, da ist bestimmt noch ein weiterer Gast, ne? Was möchtest du? Auch einen Donut. Ach du Kacke. Okay. Ich muss mal wieder fegen, Leute. Ich muss wieder fegen, weil hier sieht's aus wie Scheiße. Hier sieht's einfach aus wie Scheiße. Bitteschön. Dann muss ich noch mal eine Erdbeere holen für den nächsten. So. Mix mal zusammen. Sauber machen. Sie nimmt das Geschenk auch mit. Okay, warum auch immer das verpackt war. Sehr gute Frage. Put the pancakes on the floor. Ja. Strawberry donut to the ground. So. Ich habe da noch ein Croissant liegen, ein altes. Das können wir mal in die Auslage packen. Das ist wahrscheinlich schon ein paar Stunden alt, aber passt schon. Her. Ich mache nämlich nochmal Cookie. Ach, für Cookies brauchen wir Mehl. Ich muss vor allem mal sauber machen. Sauber machen. Sie sieht aus wie Scheiße. Können wir gleich während das Essen fertig wird machen. Sieht voll noch Stress aus. Ich würde sagen, also Druck ist da. Ah, Holz. Holz. So. Sauber machen. Was möchtest du? Croissant. Okay. Hab aber nur einen Cookie. Nimmst du auch einen Cookie an? Was möchte er denn? Donut. Okay. Hier, Cookie. Greifen Sie sich gerne den Cookie, das ist voll in Ordnung. Donut, Donut, Donut. Ah, meine Pflanzen sterben. Sie sterben, oh mein Gott. Hat er sich da einfach zu der fremden Frau gesetzt? Ja, einfach so. Hat er einfach so gemacht. Sorry, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Ah, da unten sieht man auch eine Leiste, wie lange die warten wollen. Oh, das wird katastrophal. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das wird sehr knapp. Warte mal, was brauche ich für das Croissant? Mehl, Zucker und Kakao. Das schaffen wir nicht mehr. Nein!
Rib-Croissant. Sie geht. Sie wird einfach gehen. Sie wird uns einfach verlassen. Einfach so. Ein Kunde ist hungrig gegangen. Weil ich ein Loser bin. Ich bin ein Loser. Speeddate den Cake-Laden, ja. So in etwa. Aber dein Croissant ist jetzt fertig. Oh. Oh. Ich bin traurig. Diese Leere in mir drin. Weil ich es nicht rechtzeitig fertig geschafft habe. Wir haben wenigstens ein bisschen Geld gemacht. Okay. Austauschen will ich erstmal noch nichts. Die sind halt alle relativ aufwendig, ne? Also relativ. Pack das Croissant in die Leere. Ja. Da würde es sich gut machen. Ja. Ja. 14,94 haben wir zusammen. Cherry. Das ist ganz schön teuer. 120. Ein Erntetransporter. Baue einen Erntetransporter, um deine Zutaten schnell in die Küche zu bringen. Okay. Züchte eine Weinrebe und ernte Trauben, die du in deinen Rezepten verwenden kannst. Okay. Das mit dem, die Brennholzverbesserung ist leider noch sehr teuer. Zeige ein zusätzliches Gebäck in deinem Schaufenster an. Ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen sparen. So. Ich würde noch ein bisschen sparen, damit wir uns das mit dem Brennholz leisten können. Weil das hält tatsächlich nicht so lange. Ich bereite jetzt nochmal einen Donut vor, einen weiteren, weil die relativ lange dauern. Mhm. Na los. Einer mit. Einer mit. Ach so, was, warum will ich die Erdbeere in den Ofen machen? Bin ich doof? So, hier, jetzt. Jetzt in den Ofen. Jetzt ist es okay. Bin so klug. Kakao fehlt noch gleich. Ach, was will ich denn hier? An der Schüssel. Bottle. So, wir müssen mal eben aufmachen. Ne, damit hier schon mal die ersten Leute reinkommen. Der Donut ist schon mal fertig. Wir müssen, genau, hier noch Kakao reinwerfen. Gleich noch mal ein bisschen sauber machen vielleicht. Vor allem den den Ofen wieder anheizen. Ne, das heiße Ding. Und es gibt eine Bestellung. Ich muss aber noch gießen vorher. Ne, lass den da mal hängen. So. Gut. Ich bin unterwegs. Hallo. Was möchten Sie denn? Kekse. Okay. Ich glaube, ich mache gerade gar keine Kekse, ne? Ich glaube, ich mache gerade ein Croissant. Leider. Was brauchen wir denn für die Kekse nochmal? Mehl und Kakao nur. Dim, dim, dim. So, rein da. Jetzt habe ich halt ein Croissant zu viel. Oh, die wollen beide auch noch Cookies haben. Oh. Jetzt muss ich das Croissant wegtun. Das ist ja ärgerlich. Die Schaufenster sind leer. Ja, danke. Jetzt, wo ich das Croissant weggeworfen habe. Jetzt sind die Schaufenster leer. Ja, toll. Toll. Sehr freundlich, wirklich. Na toll, die erste ist schon sauer hier. Ich habe es der Falschen gegeben. Ah, ich habe es der falschen Person gegeben. Oh, shit. Oh, shit.
Das wird ein sehr schlechter Tag. Das ist ein guter Ressort. Es ist erschreckend. Ach, jetzt geht sie. Sie geht einfach. Ach, das war die andere, ne, der wir das schon gegeben haben. Denke ich. Ärgerlich. Achso. Okay, man kann auch mit den Zahlentasten da drücken. Dies, das. Dann geht's auch. Ich muss dringend diesen Fleck da wegmachen. Ein Feuerhals ist richtig mies. Hallo. Ein Donut, okay. Oh, Kinders, ein Stress hier. Es ist ein Stress. So, Kekse. Alarm. Alarm, und ich muss gießen, damit die frisch bleiben. Die sehen nämlich schon ziemlich tot aus. Ich gebe ja. Es ist voll mies, wenn man warten muss, dass die Erdbeeren fertig werden. Das macht es schon nicht so einfach, ne? So. Sonst ist die ganz schön ranzig, ne? Wir wollen es jetzt nicht kurz vor Feierabend so ranzig haben. Das war kein guter Tag, muss ich sagen. Es war kein so guter Tag. Weiß nicht, ob wir da jetzt noch einen Donut hinbekommen. Ich hoffe doch. Ja, zum Glück ist noch eine Erdbeere fertig. Und der Ofen noch an. Schade. Schade. Ah, ja, auf dem Weg zum Edeka. Ja, viel Spaß. So, Rezepte verfügbar. Kirschkrapfen oder Ei-Benedikt? Eigentlich brauchen wir Ei-Benedikt, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, oder? Denke ich mal. Aber wir kriegen eh bestimmt irgendwann alles so langsam dazu. Bin ich mir sicher. So, mal gucken, ob wir die Bestellung noch schaffen. Schaffen tun wir sie, aber der Kunde wird nicht happy sein. Der Gast wird nicht gerade happy sein. Hallo? Schnell, fertig! Los! Lauf! Puh! Glück gehabt. Gerade so. Ach, ist ein Stress. Weg mit dem Geschmatter. Okay, 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 okay. Wir können jetzt auch ein bisschen was vorbereiten. Dann würde ich noch einen Donut vorbereiten, weil die brauchen auch sehr lange. Weil wir dafür ja extra eine Erdbeere holen müssen. Vielleicht können wir gleich nochmal gießen. Schade, zu spät. Zu spät! Es war ja eben schon 16 Uhr, ne? Ich frage, also mich wundert es immer, dass es dann die ganze 16 Uhr bleibt und man nicht so eine Zeitspanne sieht, wann dieses Menü auftaucht halt, ne? Du weißt nicht so richtig, wann der Tag dann letztendlich wirklich vorbei ist. C+. Heißt das, dass es dann eher so mittelgut ist? Oder dass wir damit mehr Geld machen? Ja. Menü, so. Das Menü lassen wir erstmal so. Da, wir können uns das Holz jetzt leisten. Das wäre der Verkaufsschalter hier. Ja, auf jeden Fall Holzverbesserung.